So, weiter geht's mit Call of Chutulululu. Keine Ahnung, was auch immer das heißt. Ziemlich düster da, würde ich sagen. Well, here we are, Hawkins Mansion. Wow, das ist ein fettes Anwesen. The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut. Okay. Warum ist der Verwalter überhaupt noch hier? He's clearly not doing any gardening. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. The day of the fire, he lost his whole family. So he's got nowhere to go. And as you'll see, in a way, he's still watching over them. Is there anything else you want to ask me? Or do you want to go up there? I prefer to be prepared. Genau, ganz wichtig, um zu wissen, worauf soll ich achten. But apart from old Silas and some rotten floorboards, there's nothing to worry about. Could he be a problem? Sind schon mal scheiße. Strictly speaking, he ain't dangerous. But since the tragedy, he's been a little touched. Though he's a remarkably sturdy man, given his age. A true force of nature. A sad old man doesn't worry me. Gee, if you don't want to listen to my advice, we might as well go, right? So, wir haben keine Zeit zu verlieren. Was machen wir? Die Villa könnte ja... I don't believe the fire is the only reason this house is in such a state. It's a very old building, you know? Its foundations would probably date from the arrival of the first settlers. It's got nothing to do with Charles Hawkins' debts. Ha! You've already begun to nose around, it would seem. So, since you already know it, the Hawkins family couldn't afford the upkeep of this house. It remains to be seen what they did with all their money. I wager it was Charles Hawkins' travels. Let's go up there. Unless you still have questions. Ich würde sagen, wir gehen erstmal los. And I want to be able to see when we arrive. I'll go with you, if only to reassure Silas. So, ich komme mit Ihnen, ja klar. You can help. Right. Let's go. Wobei der Officer sieht auch aus wie Graf Dracula. Gucken, ob wir hier was finden. So ein kleines Mädchen. Kleiner Junge. Nee, jetzt ist er weg. So, hier gibt es aber auch nichts zu entdecken. Also gehen wir mal wieder weiter. Recently fallen. It's as if all life has abandoned the place. Ne, super, hier kommen wir nicht weiter. Hör, ja, unseren Polizeibegleiter. Ist er hier lang gelaufen, oder? Ach, da ist er ja. So, natürlich steht hier wieder zufällig eine leuchtende Laterne rum. Kann ich überhaupt nehmen? Flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. The old caretaker must be very attached to her. Also er sagt eben, die Blumen auf dem Grab sind frisch. Guckt euch die mal an. Das ist doch ein Witz, oder? Die sehen aus, als würden die da schon mit abgefackelt worden sein.
The caretaker takes great care of these graves. Naja. Und vielleicht auch in der Dunkelheit liegen. Someone must really hate Charles Hawkins. I told you. Silas Winchester is still watching over the Hawkins family. I must say, it's pretty gloomy. So, Detective, does this place inspire any thoughts? Why were they buried here? I was given to believe that it was Charles Hawkins' wish. Strange idea. I imagine Webster wasn't too pleased. Mrs. Hawkins' father? It's said that he's devastated. Let's go to the mansion. No. Please give me a minute. I didn't expect to set foot back here after the burial. Poor kid. What kind of deranged individual would defile this sanctuary? And steal a burnt painting? No. I don't see Silas doing such a thing. Die Grabstätte wurde aber wirklich ein bisschen geschändet. Let alone allowing it. Nicht schön sowas. Even that broad baker is above that. Lord, have pity on this poor family. Wie lange bleibt der denn da noch stehen? Der soll mir helfen. Das muss aber mal gut sein hier. Los, komm! Wir wollen weiter. Poor kid. Ja, okay, wenn er jetzt da stehen bleibt, dann gehe ich halt alleine. Tschüss. Das ist geil, ich muss den Weg erstmal finden. So. So. Hier war doch der Baum, wo wir nicht weiterkamen, oder? Nee. Orientierung wieder on point, sage ich euch. Widerlich. Ja, keine Ahnung. Oh. Wäre doch angekommen. Sehr schön. So. Die Türen zugenagelt. Ist auch geil. Da ist der Verwalter, der sich ums Haus kümmert und die Tür ist zugenagelt. I'll have to find another entrance. Können wir irgendwo hochklettern? Nö. Okay, dann gucken wir mal in der Umgebung. Ob wir irgendwo einen anderen Weg finden. Oder irgendwas Interessantes sehen. This entrance is still in use. Ah. Alter Schwede. You are trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir, all right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We gut them! Dump Alter, them into the ocean! Murmel, oder? You're Mr. Winchester. Lower that axe. Let's talk calmly. I'll show you how we have it out on Darkwater. Alter, wenn mich einer mit der Axt bedroht, der hätte auch schon welche bekommen, ey. Aber nicht ganz sauber. So. Sarah Hawkins' father sent me here to investigate the death of his daughter. Webster, huh? I understand how he feels. But me? I want the dead to rest in peace. And that means kicking the ass of gumshoes like you. Why would you not want me to help understand what happened here? I've got nothing to hide. Tell me what you're doing here. And no baloney. Leider hat die Diplomatie gesiegt. Describes a domestic accident. Lieber nach seiner Axt. But Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started. The mansion isn't safe. You would break your neck as sure as you're trying my patience right now. That's why you barricaded the entrance. That's right.
And this door? It's locked, and I make sure it stays that way. So, Sie brauchen den Schlüssel doch gar nicht. Sarah Hawkins hat Ihnen viel bedeutet. You still put flowers on her grave. You cherish her memory. Genau. Mrs. Hawkins erstmal auf die emotionale Art und Weise. She cared for everyone around her. Let me shed a light on what happened to her. Give me that key. I'm probably making a big mistake, but it won't be the first. Here, take the key and do what you have to do. Go on, then. Just to get rid of you. Let's see what more I can learn from this mansion. Wahnsinn, wir haben es geschafft, ohne Gewalt und mit Diplomatie in die Tür zu kommen. P.S. Shall we enter? Ja, wir gehen ran. What? Let's take a look inside. I'm with you. Ja. Er kommt mit, das ist schön. Ich folge Ihnen, da freue ich mich, da bin ich nicht ganz alleine. So, aber während er gebetet hat, hatte ich fast eine Axt im Kreuz. Na, das ist ja eine Pfeife, anstatt mir zu helfen. Kommt denn angeschlichen und der Typ mit der Axt sieht den Polizisten, aber macht gar nichts. So, als wäre ihm gar nichts gewesen. Also, wie gesagt, wenn mich einer mit der Axt bedroht, gibt es gleich eine, die Löffel. Ist noch nicht ganz frisch. Mann, Mann, Mann. Ja, so wird das Spiel gespielt. Weil ich jetzt immer laufe mit einem Polizisten durch die Stadt und werde geschützt. Das ist ja unglaublich, unglaublich, unglaublich. Who left this light on? Ja, das ist eine gute Frage. Können ja mal gucken. Naja, also als Licht eine qualmende Lampe. The Last Supper of the Hawkins. What does this tell me? Die Brandstätte finden. Genau, ich leuchte mit dem Feuerzeug, um die Brandstelle zu finden. Es ist ja eindeutig, zweideutig. So. Charles and Sarah's wedding is painted by Sarah herself. Oh, schön gemalt. Was Charles Hawkins some kind of explorer? Mir auf der Rückseite steht nichts. Hätte ja sein können. Too much rubble. I'll find an easier way. Muss einen besseren Weg geben, na ganz toll. Das hoffe ich doch auch. Oh. Let's see if I can find something the cops missed. Silas managed to bring the fire under control, but it was already too late for the Hawkins. Das ist die Brandstelle. Und hier sollte ich die Szene untersuchen, indem ich rechte oder linke Maustaste halte. Ah ne, beides, ne? Ja. The child's corpse left a trace. Where are the others? Genau, der kleine Junge lag hier. Was ist das? They had a fight. Why? Sie haben gestritten, warum? Ja, jetzt aber auch eine Öllampe. Ist hier noch was an der Ecke? Is Charles Hawkins a heavy drinker? Stop at the time of the fire.
Ja, unten ist da noch was, oder? Did Sarah Hawkins lose one of her shoes? How? Ja, wie hat sie ihren Schuh verloren? So, gibt's... Kann ich hier eigentlich leuchten? Nee. So, wir haben gefunden da unten unterm Tisch einen kleinen Hinweis. Hier ist auch noch eine Flasche, aber da war auch nichts so. Hat er noch irgendwas? Irgendwie fehlt mir ja noch ein Hinweis, den ich übersehen habe. Ach, die Tür. Did someone escape the fire? Ja, jemand konnte den Flammen entkommen. Okay. If the painting I found on the docks really came from here, how come it didn't burn? Tja, das ist eine gute Frage. Blood. This lamp was thrown. This was no accident. Wow, dass er am Feuer noch Blut findet. This was a fight. Ja, aber gegen wem hat er denn gekämpft? Das ist die Frage. Someone fell here. A desperate attempt to flee. Ui. Was hat er denn da gefunden? And the boy. Ein Zinnsoldat. So, Detective. What do you make of it? I firmly believe this fire was more than just an accident. What's your theory? I think the Hawkins couple got into a fight. You sure of that? There's only one way to be sure. Okay. Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite. I just ask that you don't disturb anything. If Chief West found out about what we're doing, I'd be in serious trouble. This door is locked. So? Geht's hier irgendwo rein? Nö. Ah, hier ist noch ein Hinweis. Die Sammlung medizinischen Wissens und gesundheitlichen Praktiken des 18. Jahrhunderts umfasst nur die sogenannte zivilisierte Länder, denen Einfluss von ganzheitlicher Medizin oder Medikamenten von Kontinenten, die als unterentwickelt gelten werden, nicht behandelt. Hm. Ja, auch nichts auf der Rückseite. Geht's nach draußen. Hier ist ein Kamin. These bandages are covered in dried blood. Das Blut, the same bandages that I saw in the warehouse on the docks. And given the blood stains, I'd also say that it's the same person. Oh, wieder eine qualmende Lampe. An original edition of Mary Shelley's Frankenstein. Ui, dated 1818. Moby Dick, Melville's classic. The epic battle between man and whale. Mandatory reading for any whaler, I guess. Ja, Moby Dick war wirklich ein Klassiker.
Das stimmt. Ja, genau. Ist ja auch hell, ich weiß nicht. Das Piano ist in disrepair. Looks like the Hawkins kept it more for decoration than for music. This piano is in disrepair. Looks like the Hawkins kept it more for decoration than for music. Okay, gibt's hier irgendwas? Nee. Ah, was ist das? A book on the first inhabitants of the island. It seems they got here around the 14th century. Eine präzise und sehr detaillierte Abhandlung über die Besonderheiten des menschlichen Körpers im Vergleich zur Tierwelt. Die klare Schreibweise und das einfache Vokabular macht diesen Buch für Laien verständlich. Hm. Okay. Gucken wir mal nach oben. Leagues under the sea. Oh, eine seltene Ausgabe des Romans von Jules Verne. Okay, okay, okay. So. Oh, ein Gemälde. One of Sarah Hawkins. Ein Gemälde von Sarah Hawkins. Ihr Stil, the style sure is recognizable. Okay. Hier war nichts. A book on hunting whales, the island's staple diet. Buch darüber, wie man Wale fängt. Ja. Ist doch auch schön. Darkwater history. This place was settled back in 1692 von zwei Familien, that seceded from the New England colonies. Okay. Lampe kann man sogar noch anmachen und ausmachen. What could Sarah have done to make this person threaten to call the police? Sehr geehrter Herr, wie Sie wissen, habe ich Ihnen und Ihrer Familie immer viel Respekt entgegengebracht. Leider kann ich aber meine Augen nicht länger vor den Falten Ihrer Frau verschließen. Letzte Woche versetzte sie meine Kundschaft erneut in Schrecken. Mir ist bewusst, dass sie keine bösen Absichten hegt, aber sie sollten sich in die Obhut von Dr. Fuller begeben. Er allein könnte sie zur Besinnung bringen. Sollten sich diese Störungen wiederholen, sehe ich mich gezwungen, die Polizei hinzuzuziehen. Da wieder irgendwas auf der Rückseite. Ja, das ist schön. Also wieder eine Art Erpresserbrief. Schöne Atmosphäre, draußen Gewitter. So. Hier ist nichts, hier ist nichts. Hier ist eine Tür. Locked. Natürlich, wie immer verschlossen. Da geht's nach oben. Wir gehen erstmal hier rein. Oh, der Raum ist auf. What will her room reveal about her? Schlingel knackt schon wieder das Schloss. So. Ui, das sieht aber nach Okkultismus aus. Hier sind Kratzspuren. Locked. Ja, kleiner Regiefehler. Andere Schlösser kann er knacken. Hier sagt er mal, die sind verschlossen. Die kann er nicht knacken. Naja. Sarah Hawkins' agent was getting worried. Seems she wasn't giving any signs of life. Meine liebe Sarah, seit du dich auf diese Insel
der auf diese verlassene Insel zurückgezogen hast, hat deine Kunst mehr und mehr Sammler begeistert. Ich bitte dich, mir ein paar neue Bilder zu schicken. Die letzten so düster und seltsam, aber auf einzigartige Weise bewegend und anrührend, wurde zu Höchstpreisen verkauft. Dein Anteil der letzten Verkäufe liegt bei Dein Anteil der letzten Verkäufe liegt bei. Vergiss nicht deinen Freund, der dein Genie zuerst erkannt hat und der Welt gezeigt hat. Maximilian L. So, wieder was auf Rückseite? Nein. Das ist ja doof. Kein Hinweis auf der Rückseite. Ja, was haben wir hier? Schublade auf, Schublade zu. This ledger lists all of the paintings Sarah Hawkins sold. Verkaufsbuch. Okay. It seems the last one was given for free to a Francis Sanders. I wonder why. Ja, das letzte Gemälde hat sie so rausgegeben. Warum? Genau. Eine gute Frage. So. Ja, da haben wir schon geguckt. Ja, mehr gibt's hier, glaube ich, gar nicht zu entdecken. Oder doch hier. Despite what happened, they seem to have loved each other. Charles Hawkins schrieb seiner Frau ein paar nette Worte. Das kann ja auch älter sein oder Tarnung. Gehen wir mal raus. So, aber hier war doch noch eine andere Treppe, oder? Ah ja, hier müssen wir raus. Hier geht jetzt die Treppe nach oben. This door is locked. Tja, wieder eine verschlossene Tür. Aber wir gucken hier trotzdem nochmal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie alles war, was wir hier gesehen haben. Oh, die Atmosphäre wird düsterer. So. Bestimmt hier noch irgendwas übersehen. Ich kenne mich doch. Ich übersehe immer wieder was. Dahinter. Ah, so. A barbiturate prescription from a certain Dr. Fuller. So, Dr. Thomas Fuller, Riverside Institute. Darkwater, Massachusetts. Datum 21.07.1924. 25 Milligramm Natrium Amorbatibel, alle vier, bla bla bla. That's a massive dose. Was Sarah violent? Tja. Wir gucken hier auch nochmal, weil, wie gesagt, kann ja sein, dass ich auch hier wieder was übersehen habe. Die Tür war ja verschlossen. Ja, hier ist nämlich auch was. Was Sarah Hawkins interested in the occult? What was she trying to achieve? So. War ja immer noch verschlossen, ne? Ja. Locked. Okay. Ich glaube, dann haben wir hier wirklich jetzt genug gesehen. Oder ist hier noch irgendwas? Ah, hier ist ja auch noch eine Schublade. Barbiturates. Sarah Hawkins must have been extremely agitated, resorting to such a treatment. Barbitur, Medikament. So. Hier ist ja auch nichts mehr, ne? Nö. Bradley? Is that you? The boys' room. Oh, das Kinderzimmer. Oh.
Boah, der hat aber gruselige Gestalten gemalt hier. Scheint mit dem Kleinen aber auch irgendwas nicht gestimmt zu haben. A child's fort. From what threat was Simon protecting his world? Hier ist noch ein Buch. Aber da ist, scheint nichts zu sein. Ah, da ist noch was. Tom Sawyer. Mark Twain. Sarah must have read it to him before bed. Okay. Na, das ist doch nett, wenn die Mutter noch gute Nachtgeschichten vorliest. Sleeping pills. Strong for an 11-year-old boy. What was wrong with this family? Genau, warum bekommt denn der in dem Alter Schlaftabletten? Krass. What nightmarish vision could have inspired them? Ja, okay, ich Simon's meine, troubles went beyond family problems. That kid saw something. Something terrified him. Wenn du sowas malst, dann kannst du bestimmt nachts nicht mehr einschlafen. Schublade auf, Schublade zu. So, komisch, dass das Medikament jetzt am Boden liegt. Die Zeichnungen sind auch weg. Hm. Wer hat die Zeichnung entfernt und warum? Steht die Tür oben auf. Okay. Dann gehen wir doch mal rein. Is anyone there? Das ist ja merkwürdig. Ja. Muss sagen, die Lampe gefällt mir besser als das blöde Feuerzeug. Man sich immer alle 5 Minuten die Hände verbrennt. Boah, Alter, und das war ein düsteres Bild. Das ist doch er. So, kann er da nicht runterspringen? Nee. Den Dieb fangen. Naja. Deep inside. Wo ist er denn? It's you. I heard running in this corridor. There's an intruder in the house. It was him. This door is blocked from the outside. Ja, aber der Täter, der rennt doch raus. Der bleibt doch nicht hier, oder? So, wenn ich die Treppe wieder hochrenne, dann bringt ja auch nichts. Er ist doch nach unten gelaufen. Also muss ich hier finden, wo es lang geht. This place was falling apart long before the fire. Okay, Vorteil ist natürlich wahrscheinlich, es ist ein Action, kein reines Action-Game ist, das heißt, um das Rätsel zu lösen, habe ich ein bisschen Zeit hier, oder? This door is blocked from the outside. So, die Tür ist blockiert. Hier stehen die Bretter rum.
Ach, das war eine scheiß Ausgangslage. Was haben wir denn hier noch? The Lyrics of the Drunken Sailor. A sea shanty. Tja, das ist ja alles schön, aber wie fange ich jetzt den Dieb? Den Dieb fangen. This door was closed earlier. Ach, hier waren wir ja. Warte mal. Okay, schauen wir uns mal die Szene an. Wie, was ist denn das? Froschschenkel oder? Ein Frosch? Nee, doch nicht. Das sah ihm so komisch aus. Was ist das für eine Art von Fleisch? Ja, das frage ich mich auch. Ah, hier ist noch was. This place is for the head of the family, Charles Hawkins. Oh, die fand ich früher immer so geil. In dem ganzen Mittelalterfilm, so ein riesen Tisch. Einer sitzt an der Spitze und die anderen da hinten. Das war echt cool. Sowas gefällt mir. So, hier sitzt aber gar keiner. Aber hier muss ja noch Hinweise geben. Ja, da. Also Teller zerbrochen. The boy was probably here. Smashed his plate on the floor. Sarah Hawkins' plate. Why did she leave it untouched? Yeah. Something happened at this table. An argument? Das ist schon sehr spannend. Ja, war's das jetzt hier? Ja, ich glaube schon. Das letzte Abendmahl, okay. Wir müssen ja den Dieb fangen, ne? Ja. Okay, hier sind wir, glaube ich, reingekommen, ne? Das ist genau. Das ist ja keine Option, gleich abzuhauen. Ja, aber wo ist der Dieb? Wo versteckt er sich? Aber wenn ich Dieb wäre, würde ich mich wahrscheinlich im Kamin verstecken. So. Schauen wir uns hier nochmal um. Habe ich ihm Schritte gehört? Where did he go? Must have got out some way. No, no, he was here. It looks like an old seaway map. So, da gucken wir auch mal dahinter. Clearly, Charles Hawkins knew Captain Fitzroy very well. I wonder who the man with the glasses is in the photograph. Probably another friend of Hawkins. This globe seems to have been part of some mechanism. Doesn't work. I must have missed something. Tja. Ist da irgendwo was eingezeichnet? Doesn't work.
I must have missed something. Doesn't work. I must have missed something. Also die Frage, müssen wir das Rätsel lösen? Doesn't work. I must have missed something. So, jetzt steht's natürlich im Kopf. Ach, war er nicht in Ägypten? Doesn't work. I must have missed something. Ach so, das ist ja Südamerika und ich suche nach Ägypten, nicht mehr Bescheid. So, gucken wir mal. Das ist die Sahara. Doesn't work. I must have missed something. Das ist wahrscheinlich der Nachteil, dass ich doesn't wieder work. I must have missed something. Irgendwas Wichtiges nicht gelesen habe. Doesn't work. I must have missed something. Doesn't work. I must have missed something. Seltsam.